So, was willst du? Wie hast du nur hierher gefunden? Das hier ist ein vergessenes Dorf. Wir haben hier 30, nein, maximal 20 dürfen es sein, aber grob geschätzt nur. Jedenfalls haben sich hier ein paar Katzen, die früher hier lebten, wieder im Dorf angesiedelt. Ich denke, es dürften nicht zu viele für dich sein. Könntest du dich nicht ein wenig mit ihnen beschäftigen? Ja, na gut. Auch wenn ich mir von einem Huhn nicht gerne was sagen lasse. Aber ich habe auch ein bisschen Respekt vor dem, weil das der stärkste Gegner des Spiels ist. Du bist ja richtig nett. Du musst einfach nur mit allen Katzen einmal reden, damit sie sich nicht zu einsam fühlen. Aber wenn du das Dorf verlässt, bevor du mit allen geredet hast, musst du natürlich wieder von vorne anfangen. Ach ja, du musst natürlich auch noch wissen, dass du mit ihnen reden kannst. Wie du mit ihnen reden kannst. Du musst sie von der Seite ansprechen. Okay, also alles klar. Niemand quatscht mich von der Seite an. Okay, das wird, glaube ich, auch nochmal ein interessantes Minispiel. Okay. Also wahrscheinlich darf ich dann denen niemals von vorne begegnen oder so. Bin gespannt, wie das jetzt gedacht ist. Ah, wieder diese coole Musik. Miau, das ist lustig. Nummer 1. Gut, das liegt auch da von der Seite. Nummer 2. Ja, je nachdem, wie viele das jetzt grob geschätzt waren. Nummer 3, sehr schön. Nein, ich habe es nicht schon mal getroffen. Ja, aber ich wollte da mal gucken, wie ich da rein kann. Ah, sehr schön. So, okay, die ist auch von der Seite. Nein, von da. So, gut. Das ist lustig. Nummer 4. Okay, gut. Bisher läuft es ganz gut. Ne, die ist da von vorne, muss ich auch von der Seite ansprechen. Ich hoffe, das zählt. Das ist jetzt nur so jetzt gemeint. So, du musst ja alle von der Seite ansprechen. Oder ist das in Wirklichkeit jetzt völlig egal? Dass ich vielleicht jetzt das nur zu wörtlich genommen habe oder so. Nummer 6. Ich glaube, ich kann die einfach so alle anlabern. Habe ich das Gefühl. Aber na gut. So eine Art von Minigame kann ja auch nur von einem Huhn stammen. Ganz ehrlich. Näh. Nummer 8. Was ist mit dir? Achso. Ach, die hatten wir noch gar nicht. Aber ich bin mir sicher, da gibt es dann wieder so einige, die dann so total schwer zu finden sind. Hatte ich die schon? Nummer 10. Ah, die hatte ich doch noch nicht. Wie komme ich an die dran? Achso, einfach da hoch. Nee. Ich komme da nicht hoch, weil irgendwie kann... Obwohl doch von da. Weil irgendwie kann das Link nicht. What the fuck, warum geht das nicht? So. Nummer 11. Gut, da oben ist noch eine. Da sind Vögel. Wenigstens keine Schmetterlinge. Weil ich habe im Moment so eine kleine Random Flying Butterflies Phobie. Ich kann sowas nicht mehr sehen. Da habe ich schon in Tunguska genug von gesehen. Gott, schreckliches Spiel. Okay, da drüben ist nichts mehr. Ich glaube, ich muss aber echt wirklich einfach nur jeder anlabern. Ich habe es erstmal gedacht, ich muss das jetzt irgendwie schon wörtlich nehmen, dass ich jetzt keine irgendwie von vorne ansprechen darf oder so. Aber wie gesagt, das spielt ja überhaupt keine Rolle hier scheinbar. Hatte ich dich schon? Kenn uns schon. Okay, dann muss ich gucken. Wo kann ich noch hin?
Dein. Ich glaube, ich kann auch da rein, oder? Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Ich kann da nicht rein. Aber da wurde auch so hingezoomt zu der Tür. Mit dem habe ich schon geredet. Da drin sind noch welche. Da war ich noch nicht. Oder. Nee, ich war doch drin. Aber ich war hier draußen noch nicht. Bei dem Huhn. Und ich war da oben, glaube ich, noch nicht, oder? War ich hier schon oben? Achso, ich kann eh nicht hoch, weil... geht nicht. So, was hast du zu sagen? Wenn du mit allen Katzen gesprochen hast, kommen die jetzt zu mir. Ja, ja. Okay, dann fehlen also noch welche. Okay. Da. Die hatte ich doch bestimmt noch nicht. Mal 15. Waren es vielleicht jetzt tatsächlich nur 15? Ich hoffe es. Aha. Hm. Steht hier noch eine rum. Vor allem, ich finde es auch schön wichtig, dass ich immer wieder unterbrochen wurde. Und wie so diese ganzen Kleinigkeiten, die ich eigentlich erledigen wollte, sich alle so lang ziehen. Aber na gut, konnte man nicht wissen und gehört auch irgendwie so ein bisschen dazu. Aber ich denke mal, ich werde das ab jetzt immer so handhaben. Allgemein bei Spielen werde ich die immer zu 100% machen. Jetzt vor allem, wenn es Zelda ist. Dass ich eben diese Sammelparts, wo ich eben dann nur noch so Sachen, so Nebensächliches suche. Dass ich die jetzt einfach immer auf unbestimmte Länge immer aufnehme. Weil ich habe mal das Gefühl, gerade wenn ich das mit Timer und so mache, fühle ich mich da doch manchmal ein bisschen unter Stress. Und dann leidet eben entsprechend auch die Quali drunter. Und das Video an sich. Und das ist blöd. Ist ja auch der Grund, dass wenn ich mal wegen Videos mal wenig Zeit habe oder allgemein mal demotiviert bin oder andere Gründe halt, dass ich dann deswegen, immer dann sofort eine ganze Pause mache und gar nichts erst aufnehme, weil ich sonst mal das Gefühl habe, dass das Video dann schlecht ist und das will ich ja nicht. Ich will ja, wenn auch Content ja auch gut gelaunt rüberbringen und auch entsprechend mit guter Kommentarqualität. Wenn man nur genervt ist und sich bei der Kleinigkeit aufregt und so, das bringt ja auch nichts und selbst keinen Bock drauf hat. Ich kann da einfach nicht rüber. Wo fehlt denn hier noch eine? Miaue mal oder so. Warum muss ich die alle schon kennen? Oh, Nummer 18. Dich kannte ich also noch nicht. So, waren das alle? Ach, Mann! Das sind jetzt tatsächlich 20. Weil das Huhn meinte ja auch so, ja, ich weiß nicht, können 30 sein, können 20 sein. So grob geschätzt leben noch 20 Katzen im ganzen vergessenen Dorf oder so. Die Katze wusste, das Huhn wusste das ja auch nicht. Und warum lasse ich die Katzen von einem Huhn kommandieren? Na gut, ich kann es irgendwie verstehen, weil, wie gesagt, weil ein Huhn hat Macht in dieser Reihe. Selbst Ganondorf hat da Angst. Wir kennen uns doch schon. Oh, okay, ich kann von da aus nach da oben. Ich sehe nämlich, da drüben ist nämlich auch noch eine Katze. Und überhaupt ist hier noch was. Obwohl, nee, da komme ich nur darüber. Aber ich könnte jetzt da noch rüber irgendwie. Ich hoffe, ich kann da irgendwie rüber. Kann ich da wirklich rüberspringen? Ich versuch's mal. Oh, nice. Bitte sei die letzte. Nummer 19. Weil sonst wüsste ich gar nichts mehr. Hier könnte noch eine sein. Eventuell. Da falle ich nur wieder da runter. Sonst ist hier ja nichts mehr. Moment, erstmal hier gucken. Okay, nee, da ist auch nichts mehr. Vielleicht waren das ja echt 19 Stück nur. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Bitte, Huhn, sei gnädig. Ich versuche jetzt mal so schräg darüber zu da reinzukommen. Oh! Da war die letzte. Ist höchstwahrscheinlich die letzte.
Wie fies. Okay. Aber das ist bestimmt dann die letzte. Und das kann ich mir erst nicht vorstellen. Gehe ich nochmal kurz da noch darüber. Ich wollte nicht mit dir reden. Ich wollte nur Anschwung nehmen. Hallo, kannst du aber mal abhauen? Vielleicht reicht das so, weil sonst habe ich meistens zu wenig Schwung. Und wenn ich jetzt A drücke, dann rede ich ja mit der nach. Mann. Das ist immer ein bisschen blöd, hier wieder drauf zu kommen. Mal funktioniert es, mal nicht. Okay, jetzt war der Winkel falsch. Ich will nicht mit dir reden. Nein. Die muss da weg. Sonst komme ich da nie dran. What the fuck? Ich will nicht mit dir reden. Nein. Oder wenn ich gerne so da irgendwie drauf kommen. Okay, ja, jetzt ging es auf einmal. So, und wieder ganz komisch darüber. So. Und da dieser komische Sprung da gerade. Der richtig gemein ist sogar. So. Sehr schön. Wahnsinn. Da, wir sind alle Freunde. Sag schon dem Boss der Hühner Bescheid. Achso, ich hätte sogar eine Message bekommen, wenn es alle sind. Oh Gott. Mann, hat sich das jetzt lang gezogen. Oh, sowas kann ja echt nur von einem Huhn stammen. Du hast also mit allen geredet. Na, herzlichen Dank. Dann verschone ich dich mal. Deinen Preis findest du vor dem Haus der alten Frau. Vergiss nicht, ihn mitzunehmen, wenn du das Dorf verlässt. Okay, dann gib mal her. Danach gucken wir uns noch die letzte okkulte Kunst an. Und ich denke mal, dann reicht das auch erstmal für den Part. Oder soll ich das Minigame noch machen? Ja, mal gucken. Ach, ein Herzteil. Na gut, es hat sich wenigstens gelohnt. Na gut, ansonsten, ja, ich werde noch kurz die okkulte Kunst beibringen und dann werde ich noch danach noch das Minigame machen. Ich denke mal, zwei Parts werden das bestimmt schon mittlerweile hier sein. Ich weiß es, wie gesagt, eben nicht. So, hier dürfte jetzt eigentlich dieser Wolf sein. Nur komischerweise kann ich hier scheinbar noch hinter. Okay. Aber ich komme da bestimmt nicht rein. Ja, okay, das sieht sehr danach aus. Oh, ja. Aber na gut, wenigstens haben wir jetzt den hier. Oh, es geht gleich wieder so schön auf die Stimme. Das letzte Mal, das Treffen mit Papyrus. Ich meine dem Helden der Zeit oder wem auch immer. Die Zeit ist gekommen. Dies ist die siebte und letzte okkulte Kunst, die ich dir lehren werde. Diese letzte okkulte Kunst ist eine äußerst geheime Technik, die den ganzen Mut desjenigen verlangt, der sie ausführt. Das ist weit über meine Standards. Bist du bereit, diese okkulte Kunst zu lernen, die nur ein wahrer Held meistern kann, Human? Also gut. Aber zuvor zeige mir noch einmal, ob du die Riesensprungattacke, die ich beim letzten Mal gelernt habe, beherrschst. Also los, greif mich an. Okay, war das nicht diese Schildattacke mit, Ja, das war das doch, ne? Was sagst du denn, Spast? Muss mich ein, wie sie dann gedrückt halten, du Junge. Mann, das ist vergessen. Ja, habe ich ehrlich gesagt. Stimmt, das war das. Ah ja, genau. Jetzt erinnere ich mich wieder. Sehr gut. Du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann, die letzte okkulte Kunst. Die Riesenwirbelattacke. Okay, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend an. Du beherrschst die Wirbelattacke, eine der Basistechniken des Schwertkämpfes. Nun, da du zahlreiche okkulte Kunst gelernt hast und den Geist eines wahren Helden besitzt, kannst du die Macht der Wirbelattacke verstärken.
Aber du kannst diesen Angriff nur aufbringen, wenn du voller Lebensenergie bist. Okay. Also dann greife ich mit einer Wirbelattacke an. Mach ich dann. Okay. Oh, 3 Stück. Kann sich verdreifachen. So. Oh ja, das sah schon größer aus. Eine vorrangige Technik. Ich sage es dir noch einmal, wenn du keine volle Lebenskraft hast, kannst du diese Technik nicht verwenden. Vergiss das nie. Was soll ich nicht vergessen? Damit hast du die Netzokulturkunst der Riesenwirbelattacke erlernt. Sehr nice. Damit haben wir jetzt ja alle okkulten Techniken. Du hast die Riesenwirbelattacke erlernt. Gott, ich lalle hier schon wieder rum. Nun hast du alle okkulten Künste gelernt. Zwar wurde ich als Held geboren, aber der Nachwelt konnte ich nie mein Wissen vermitteln. Ich habe dich nachgeholt. Ja, okay, na gut, der Satz ist schon so ein bisschen die Indiz dafür, dass es der Held der Zeit sein könnte. Der du zahlreiche Kämpfe überstanden hast und mit klarem Blick in die Zukunft schaust, hast die Macht aus diesem Hall wohl wieder das von den Göttinnen gesegnete Land zu machen, das es einst war. Adieu, Human. Geh hin und zieh mutig in den Kampf. Mein Sohn. What? Okay. Oder es ist der Vater. Man weiß es nicht. Okay, auf jeden Fall. Hier können wir nicht mehr viel machen. Würde ich sagen, zum Abschluss dieses Optional-Zeugs hier werde ich dann noch dieses Minigame machen im Zirkuszelt. Die Insekten hole ich dann doch lieber ein anderen Mal. Und ja, kann ich schon mal sagen, beim nächsten Mal. Ich weiß keine Verabschiedung, ich sage nur schon mal, was wir jetzt die nächsten Male dann tun. Dann werde ich beim nächsten Mal dann den Plot weiter vorantreiben. Und zwar, indem wir dann den Schattenspiegel wieder vervollständigen und dann den Plot weiterführen. Denn es dürfte nämlich dann nochmal ein Dungeon kommen. Und wenn wir dann diesen geschafft haben. Was ist denn hier eigentlich? War ich hier schon mal? Wenn wir dann den geschafft haben, dann dürfen wir trotzdem noch mal ein bisschen was machen können auf der Oberwelt. Ach, ist das diese typische, die einen sagt, was ich machen soll, wenn ich nicht weiterkomme? War das die? Ich glaube, ich war hier doch schon mal. Nee, nein. Das ist bestimmt so eine dieser typischen Zelda-Charaktere, die einen mal sagt, was man tun soll, wenn man mal nicht weiterkommt. Und das brauche ich nicht. Ich komme ja gut voran. Was war hier? Ach so, stimmt, hier bin ich jetzt. Jetzt weiß ich es wieder. Aber ich habe, glaube ich, keine neuen Insektenpaare. Deswegen gehen wir schnell wieder raus. Aber es sind ja auch echt nicht mehr viele, die mir fehlen. Ich glaube, ein paar nur noch und dann noch irgendein einzelnes. Na gut, aber wo ich ja eigentlich hin wollte, ist ja das Zirkuszelt. Und ich habe jetzt irgendwie einen großen Umweg gemacht. So, da nämlich. Sehr gut. Und dann haben wir nämlich all das erledigt. Ich muss ja auch sagen, ich glaube, das war vielleicht auch ein bisschen ein Grund für meine Demotivation, dass ich mich auch vor diesem Part sehr gedrückt habe, weil ich hatte ehrlich gesagt in letzter Zeit jetzt nicht so Bock auf, ja, auf solche completion Parts. Weil die sind in der Regel immer ein bisschen nerviger aufzunehmen. Man muss halt viel cutten, die dauern halt sehr lange. Man muss mal viel nachgucken und so. So, auf jeden Fall. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Ich denke mal, dass Schlauste ist es. Ach Gott, ich soll mir nicht so viel Zeit lassen. Erstmal dahin. Und einfach nach oben, würde ich sagen. Ja, da freuen die sich. Ja, schade, das Ding hätte ich auch noch gerne mitgenommen. Auch gut. Oh, da sind einige. Sehr schön. Und. Ah nein, jetzt habe ich das nicht mitbekommen. Nee. Ja, aber ich glaube, wir kriegen es ganz gut hin. Wir haben jetzt ja noch viel Zeit. Die Zeit ist jetzt auch sehr großzügig bemessen. Es sei denn, ja, wohl sind schon noch einige, die noch rumschweben. Ja, wohl. So, scheiße. Scheiße, das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Ich glaube, so viel Zeit sollte ich mir doch nicht lassen.
Es gibt mir bestimmt wieder irgendeine einheitliche Route, aber die muss man erstmal finden. Ey. Wie fies. So. Ach nein, dann war so Kleinigkeiten, die man so auslässt. Nein. Bitte nicht. Ja, okay. Ich hab's doch falsch eingeschätzt. Na gut, aber ich würde sagen, ich mache jetzt kein großes Drama rum. Wir sehen uns einfach wieder, wenn ich dann die fertige Route habe. Okay, ich versuche es jetzt nochmal, weil ich habe jetzt hier schon so kleine Anhaltspunkte und eine gewisse Struktur, wie man da dran gehen könnte. Weil man sieht hier schon so, so eine kleine Reihenfolge, die man, der man nachgehen kann. Das war nämlich dann jetzt da entlang. Weil die sind dann so ein paar von diesen Kugeln so hintereinander, so ein paar viele. Und da sieht man da dadurch ja schon gekennzeichnet, dass man da und da hin soll. So, ich sage jetzt nochmal kurz hier runter. Die Kugel nehme ich mit. Jetzt hier ist ein bisschen blöd. Jetzt muss ich mich wieder so ein bisschen einzeln hier vortasten, weil ich jetzt so ein paar auf dem Weg übersehen habe. Aber wir haben noch viel Zeit und deswegen dürfte das eigentlich kein Problem sein. Ich könnte jetzt da schon hoch direkt. Ach, ich lasse mich mal kurz fallen. Ich glaube, das ist das, was man als letztes machen sollte. Jetzt haben wir aber noch viele einzelne hier übrig. Die könnte ich jetzt noch... Oh, nice. Alle noch mitnehmen. Sehr schön. Ich glaube, wir haben es diesmal. Sehr schön. So, es dürfte das letzte sein. Nice. Unglaublich, dass jemand dieses Level knackt. Super, super. Ein neuer Superstar scheint auf der Bühne der Star Challenge. Und hier ist die Trophäe für unseren neuen Superstar. Bitteschön, genieße sie. Oh, Maxi-Köcher. Jetzt kann ich 100 Pfeile aufbewahren. Ja, geil. Glückwunsch, junger Freund. Alle Preise abgeräumt. Ich glaube, damit hast du ja erledigt, was zu erledigen war. Also danke für alles. Ich hoffe, du hattest auch ein wenig Spaß bei der Sache. Und bloß nicht wieder. Okay, dann machen wir das auch. Ich habe eh keinen Bock, nochmal wiederzukommen. Gut, ich möchte dann damit diese, diese Sammelquests, Sammelpart nun damit beenden. Beim nächsten Mal gehen wir dann, machen wir dann im Plot weiter. Indem wir dann eben den Schattenspiegel zusammensetzen. Und nun ja, ich hoffe, euch hat dieser Part oder diese zwei Parts oder wie viele es letztendlich auch sein werden, gefallen. Und seid dann beim nächsten Mal weiterhin dabei, wenn dann wieder ein bisschen mehr los sein wird. Und bis dann!